Und dass wir nicht so dramatisch jetzt oder stark einstarten, dass ich sagen wir mal, lassen wir es doch gemütlich angehen. Meine zwei guten Geister, die Gabi und die Alexandra, haben da ein bisschen was vorbereitet. Es gibt Limonaden, es gibt Wasser, es gibt Kaffee, Cappuccino, Kakao. Es gibt aber auch Bier, bitte. Gell? Also es müsst ihr doch mal selber entscheiden, ob so einen isotonischen Durstlöscher zuerst nimmt oder zuerst die Kaffee. Das haben wir vom Stiftfahrer, wie gesagt, bekommen. Also wir zahlen dort das Kubikmeter Rohwasser. Wenn wir es brauchen, nehmen wir es. Wenn wir es nicht brauchen, schalten wir es weg, dass das Wasser herum in der Natur zurückgeht. Das haben wir aber bei allen Quellgruppen so. Das ist ungeschriebenes Gesetz bei uns. Alles, was wir nicht an Wasser brauchen, geht direkt dort vor Ort wiederum aus dem Schacht raus und bleibt dort am Berg. Das ist, wie gesagt, dieses Prälatenbründel, das haben wir deswegen gemacht, weil alle Leute immer gesagt haben, der Stiftfahrer zieht das Weiße aus den Augen und das sind nicht verlässlich und die Prälaten und was ich das weiß. Wir haben eigentlich eine ganz andere Erfahrung. Wir sind heute am Aussterben, weil es nur mehr vor Mitteln haben. Und jetzt werden wir das Ausstellung.